So, ich bin's wieder, Rainy Woods. Und zwar möchte ich heute meine Hecken schneiden, gebe euch ein paar Tipps dazu, werde euch sagen, was man dazu braucht, warum ich das mache. Übrigens ist es mitten im Februar und wir haben 16 Grad. Da macht die Gartenarbeit Spaß. Im Spätwinter. So, wir stehen jetzt bei der ersten Hecke, die ich schneiden möchte. Das ist eine Nadelhecke. So, was brauchen wir? Mal eine elektrische Gartenschere. Ich in meinem Fall brauche nur noch, vielleicht für einen Feinschliff, weiß ich noch nicht, eine unelektrische Gartenschere. Dann legen wir mal los. Ach, eine Leiter. Eine Leiter. Wieso mache ich das jetzt im Februar eigentlich? Ja, erstens im März ist es zu spät, weil da gibt es Gesetze, dann darf man radikale Rückschnitte sind dann verboten, weil dann die Vögel nisten, was auch gut so ist. Und im Februar ist es noch so, dass sie noch im Winterschlaf, also die Pflanzen noch nicht austreiben und deswegen die auch kaum gestresst werden. Außerdem machen wir das, um die Pflanze beim Wachstum zu unterstützen und sie soll eine gewisse Form haben, sieht einfach schöner aus, macht die Pflanze gesund. So, ich bin erstmal zufrieden mit dem Ergebnis. Besser geht natürlich immer. Ich finde es schön so und so bleibt es auch. Schaut mal, was ich gefunden habe. Meine Lilien treiben aus. Mitten im Februar, Frühlingstime. Cool. Das ist schön, 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 schön. Schön zu sehen. Was machen wir jetzt mit dem Grünabfall? Die Menge hätte ich jetzt noch in Grenzen, die werde ich auf meinem Kompost tun. Und sonst könnte man den Haufen auch irgendwo hinlegen, wo er nicht stört, für irgendwelche Tiere. Oder Wertstoffhof, Grünmüll, alles ist möglich. Häckseln kann man es noch, dann hat man noch ein bisschen Mulch. Jeder nach Belieben. Aber ich bevorzuge kompostieren oder in die Ecke, irgendeine Ecke machen, wo es mich nicht stört und für die Tiere rein zu Hause. So, jetzt stehe ich vor meiner Konifere, sogenannten Lebensbaum. Die werde ich jetzt als nächstes schneiden. Hier muss man aber darauf achten, man darf nicht so tief schneiden. Wenn man braune Stellen erwischt und sieht, wenn man schneidet so tief, dass man die braunen Stellen sieht, das wächst nie wieder zu. Also da immer schön behutsam und nicht so viel. So, hier haben wir schon so ein besagtes braunes Loch. Das wächst ja schwierig wieder zu. Aber ganz, ganz, ganz schlimm habe ich es gerade gesehen. Ganz schlimm. Also hier ist schon Hopfen und Malz verloren. Gut, die Seite sieht man jetzt nicht so, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja, da habe ich es irgendwann mal übertrieben. So, jetzt bin ich erstmal fertig. Ich habe jetzt drei Hecken geschnitten, die habe ich jetzt nicht gefilmt. Das ist ja eigentlich mein Blumenbeet. Das muss erstmal entlaubt werden. Lavendel habe ich verpennt zu schneiden letztes Jahr. Und ja, und allgemein kommt jetzt noch Blumenbeet, entlauben das ganze Gras hier. Ich muss das Beet, also das Gemüsebeet muss ich vorbereiten. Das sieht noch aus wie Kraut und Rüben. Zeige ich vielleicht mal ein Bild. Da. Und ja. Mal gucken, wie sich das Wetter jetzt hält. Aber ich muss jetzt sagen, das war jetzt kein Schönheitsschnitt, was ich hier gemacht habe. Was ich hier runtergeholt habe, das war schon ein Radikalschnitt. Also im März hätte ich das nicht mehr machen dürfen. Da wäre es gefährlich gewesen, ob ich mich irgendwelche Nester verletzt hätte oder kaputt zerstört hätte. Kann man so aufpassen, wie man möchte. Man sollte es ab März einfach nicht mehr machen. Gut, ich habe es jetzt erledigt. Reicht jetzt auch. Wenn überhaupt, kommen nochmal ganz minimale Schönheitsschnitte. Aber meistens mache ich das nicht. Also dann, man sieht sich. Wäre cool, wenn ihr mal mein Video liked oder mal kommentiert, ob ihr das findet. Und ein Abo dalassen. So ein bisschen Support und so. Weil mir macht es Spaß.